Zürau, ein kleines Dorf in Böhmen, eine Autostunde von Prag entfernt. Vor knapp 100 Jahren, im Kriegsjahr 1917, kommt hier ein Beamter aus Prag an. Er ist beurlaubt, krank. Seine Aussichten und Möglichkeiten auf ein bürgerliches Glück, Karriere, Ehe, Nachkommen, dahin. Der Mann ist herausgefallen aus dem System und er weiß es. Er ist glücklich. Er wurde geboren mit der Frage, was haben wir hier auf dieser Welt zu tun? Was ist unsere Aufgabe? Ich erinnere mich an eine Szene, da waren wir, das muss sehr schön gewesen sein, so eine Art Wald war das. Und da haben wir uns auf eine Bank gesetzt und er hat sich auf einen Stein vis-à-vis von uns gesetzt und hat uns erzählt eine Geschichte. Den Inhalt der Geschichte habe ich vergessen, aber die Atmosphäre fühle ich noch jetzt. Also in dem Moment, wo er da erzählt hat, wurde er ein Kind. Wir haben gefühlt, wir sind dort sitzen wir drei Kinder. Ach, sagte die Maus. Zuerst war die Welt so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Irgendwann hat der Max Brod zu Kafka gesagt, also hör mal Franz, jetzt reicht's aber. Ne? Wenn man dich so reden hört, da gibt es dafür gar keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Ja? Ist ja alles dunkel. Hat Kafka sein berühmtes Lächeln aufgesetzt und hat gesagt, aber natürlich gibt es Hoffnung. Es gibt sogar unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Er dachte anders, er schrieb anders. Franz Kafka, einer der Begründer der literarischen Moderne. In seinen Texten bleibt kein Stein auf dem anderen. Welt, Werte, Sinneserfahrung, selbst das Ich, unsicher. Nur wenige Erzählungen erscheinen zu Lebzeiten von ihm, aber er hinterlässt ein Trümmerfeld an Fragmenten, darunter drei Romane, Der Prozess, Das Schloss, Amerika, über deren Bedeutung bis heute gerätselt wird. Franz Kafka verbrachte sein Leben hier zwischen den Häusern der Altstadt in Prag. Er ging einer geregelten Arbeit nach, schrieb nachts und stilisierte sich gerne als ein am Leben scheiternder Künstler. Ich bin nichts als Literatur, behauptete er. Ganz so war es nicht. Kafka war ein sehr gut aussehender Mann. Hilft ja auch, darf man nicht ganz vergessen. Und das Komische daran ist natürlich trotzdem, dass er daraus kein Kapital schlug. Ja. Er war ein dünner Mensch, nicht? Und lang, ungemein lang für seine Zeit, 182 Zentimeter. Und er mochte seinen Körper nicht. Er war nicht so depressiv, wie er heute gesehen wird. Aber Frohnatur kann man ihn nicht nennen. Ich glaube, der hat ein Innenleben, wie es normale Leute nur unter Drogen haben. Prag, um 1900. Elektrifizierung, Autos, Flugzeuge, Telefone verändern den Alltag. Das Schlagwort der Zeit, Nervosität. Das Fließband ist noch nicht erfunden, da schaut Kafka in die Zukunft. Bei dieser Beschleunigung, die uns mitreißt, wird es bald nicht um Stunden, sondern um Sekunden gehen. Das Grüßen überflüssig.
Mitten durch den Saal war ein beständiger Verkehr von hin und her gejagten Leuten. Keiner grüßte. Das Grüßen war abgeschafft. Jeder schloss sich den Schritten des ihm Vorhergehenden an und sah auf den Boden, auf dem er möglichst rasch vorwärts kommen wollte, oder fing mit den Blicken wohl nur einzelne Worte oder Zahlen von Papieren ab. Moment mal. Entschleunigung des Lebens ist jetzt wichtig für uns, damit wir nicht alle zu Neurasthenikern werden und zu Neurotikern werden unter diesen absurden Bedingungen, unter denen wir jetzt schon leben. Also zurück zur Natur, möglichst viel ins Freie gehen, wandern, Luftbäder. Man hat von Luftbädern gesprochen, also sich einfach auf die Wiese legen. Ja? War nicht selbstverständlich. Die Leute haben natürlich lieber ihre Zeit im Schatten verbracht. Kein Mensch war so braun gebrannt wie Kafka. Kafka turnt täglich nackt am offenen Fenster und kaut brav sein vegetarisches Essen. Einmal fährt er sogar in die Naturheilstätte Jungborn im Harz, beinahe ein Außenposten der Zivilisation. Tagebuch notiert er: Hier und da bekomme ich leichte oberflächliche Übelkeiten, wenn ich diese gänzlich Nackten sich vorbeibewegen sehe. Ihr Laufen macht es nicht besser. Auch alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, gefallen mir nicht. Das darf man sich nicht vorstellen als ein Sanatorium für Spinner, sondern das war bereits eine Massenbewegung. In Deutschland war das eine Massenbewegung. Er hat zum Beispiel dort Lehrer kennengelernt, Beamte. Ja? Das war eine bürgerliche Bewegung. Also das waren keine Sektierer, ja? Überhaupt nicht. Übrigens interessant in Jungborn ist, er war dort der einzige Jude natürlich. Er wurde aufgrund der Beschneidung sofort als Jude auch erkannt. Dass er das gewagt hat, dort aufzutreten, ist schon ein starkes Stück, muss man wirklich sagen. Ja? Mehrmals geht Kafka zu Vorträgen von Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, und notiert, was die Anhänger so alles glauben. Beim Vortrag drängen sich die Toten so sehr an ihn, Wissbegierde. Haben sie es aber eigentlich nötig? Offenbar doch. Einmal spricht Kafka beim Meister sogar persönlich vor. Zuerst mal Demutsgesten. Kafka weiß nicht, wo er seinen Hut lassen soll, ob er ihn auf ein Stiefelbrettchen stellen soll und so weiter. Also er ist so wirklich der Demutskasper, ja, der dann also vor dem großen Meister sitzt. Aber schrecklicherweise, er sieht, der Kerl hat einen Fleck da, ja, und ein bisschen aus der Nase tropft's, ja. Und mit diesen kleinen Dingen und auch dann der Empfehlung von Steiner, ich habe das noch nie erlebt, dass man mit so wenigen Sätzen einen Mann so fertig machen kann. Das heißt, aber trotzdem im Hochgefühl mit der wirklichen Inbrunst jemand begegnet, das ist jetzt mein Guru, von dem ich alles erfahre. Aber leider, leider war die Beobachtungsgabe viel zu scharf, da wurde nichts draus. Ja. Das finde ich hinreißend. Ja. Er war ein solcher Beobachter und vor allem konnte er sich selbst beobachten. Und wenn man das genau macht, es wurde ihm vorgeworfen, er untersuche nur sich selbst. Aber wo kann man besser hineingraben als in sich selbst und die Geister aus sich selbst hervorholen? Franz Kafka hat jahrelang geschrieben und experimentiert, bis er plötzlich in einer bestimmten Nacht Kafka wurde. Es ist die Nacht vom 22. auf den 23. September 1912. Er ist 29 und schreibt die Erzählung Das Urteil. Er hat durchgeschrieben, 8 Stunden. Ja?
war morgens total übermüdet, aber natürlich auch überdreht, wollte sofort sein Werk vorlesen. Sofort, am frühen Morgen, noch übermüdet, schreibt er den Brief an Felice Bauer, dass er nun tatsächlich eine solche Geburt zu verzeichnen hat, die wie jede Geburt mit Schleim und Blut aus dem Körper gekommen ist. Wortwörtlich steht es in den Briefen drin. Also er wird Vater, aber er wird natürlich ein literarischer Vater. Das Urteil beschreibt den Machtkampf zwischen Vater und Sohn. Der Sohn will heiraten, doch als er dies dem Vater sagt, reagiert der auf völlig unerwartete Weise. Die Geschichte wird immer surrealer. Wie in einem Traum schichten sich Angriffe und Vorwürfe ohne Logik übereinander. Am Ende verurteilt der Vater seinen Sohn zum Tod durch Ertrinken und der Sohn nimmt das Urteil an. Er stürzt zum Fluss mit den Worten: Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt. Macht selber bringt offensichtlich Menschen dazu, etwas zu tun, obwohl sie nicht unter äußerem Zwang stehen. Sie tun das sozusagen quasi freiwillig. Also Macht ist sozusagen ein Zauberinstrument. Es bringt Menschen dazu, etwas zu tun, obwohl wir gar keinen Hebel sehen, der die Menschen in irgendeiner Weise antreibt. Also sich auf Macht zu konzentrieren, heißt also, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Und das macht Kafka, weil ihn das interessiert, wie tatsächlich Familien funktionieren. Familie ist ein Abgrund, in den man schauen muss, um sich selbst zu verstehen. Die zentrale Figur in Kafkas Familienkosmos ist sein Vater Hermann Kafka. Ein Patriarch, der seine jüdische Herkunft verleugnete. Er herrschte am Altstädter Ring, in bester Lage, mit eigenem Geschäft und Angestellten. Er herrschte laut und unbeherrscht und hörte nur auf seine Frau Julie Kafka, die sanft vermittelte zwischen ihm und dem Angestelltenvieh, all diesen bezahlten Feinden, dem Ungeziefer. Die Kafkas hatten 4 Kinder, 3 Töchter und Franz. 2 Söhne waren im Säuglingsalter gestorben. Auf Franz, dem Sohn, konzentrierten sich die Erwartungen und Enttäuschungen des Vaters. Franz, der Erstgeborene, der Stammhalter. Im Brief an den Vater, den der nie zu lesen bekam, schreibt Kafka: Ich hatte vor dir das Selbstvertrauen verloren, aber dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht. In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemand einmal richtig, er fürchtete, die Scham werde ihn noch überleben. Es ist der letzte Satz aus Der Prozess. Der Vater war wirklich ein Fleischmensch. Ja, der war korpulent, der war kräftig. Das war so einer, der auch seinen kleinen Sohn hätte mit dem Finger verdrücken können. Ja, also das war wirklich die Gegenfigur, auch körperlich. Also ein von einfachen Verhältnissen hochgekommener Geschäftsmann, der alles versuchte, im Griff zu halten. Im Grunde war der Vater von Kafka ein Self-Made-Man, ohne große Bildung, aber von einem ungeheuren natürlichen Verstand, und liebte sein Kind, aber er fand keinen Zugang. Er hätte gewünscht, dass Kafka auch Geschäftsmann würde und war ja der einzige Sohn in der Familie. Und dazu hatte nun Kafka gar keine Lust. Kafka hat ja auf die schauerlichste Weise die Hoffnungen des Vaters zerstört, muss man auch sagen. Und die Hoffnungen des Vaters sind in sich aber berechtigt für so einen Mann, das muss man verstehen. Kafka hat aus seinem Lebensthema, dem übermächtigen Vater, Literatur gemacht. Mit einem Trick. Die Verwünschung wird real. Der nichtsnutzige Sohn ist plötzlich das Ungeziefer. Der erste Satz seiner Erzählung, Die Verwandlung, ist berühmt. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt.
Für uns ist das ein fantastisches Element. Plötzlich ist da ein Mensch am Morgen nach einer Nacht, die allerdings geprägt war von unruhigen Träumen, kleine Anspielung auf die Psychoanalyse, ist dieser Mensch verwandelt in ein Ungeziefer. Aber die Figuren, die gehen jetzt plötzlich ganz anders damit um. Die Familie sagt ja nicht, um Gottes Willen, unser Sohn hat sich in einen Käfer verwandelt. Das einzige Problem, das alle Figuren haben, einschließlich des verwandelten Käfers selber, des verwandelten Sohnes der Familie, ist, dass er zu spät zur Arbeit kommt. Und da sieht man sehr deutlich, wie diese Perspektiven auseinandertreten. Und das ist, glaube ich, der Kunstgriff von Kafka. Und den kann man so oder ähnlich in einer Fülle seiner Texte eigentlich nachverfolgen. Kafka lässt oft Tiere erzählen. Tiere ertragen verständnislos. Sie erfahren die Überlegenheit des Menschen als Zwang und als Angst. Ein gutes Bild vom Leben, das seinen Sinn nicht preisgibt. Kafka verweigert uns Interpretation und er provoziert uns gleichzeitig zu Interpretation. Und das schafft eine immense Spannung. Und in dieser immensen Spannung wird der Blick geradezu automatisch auf das zurückgelenkt, was wir da tun, wenn wir Literatur lesen. Kafka ist einer der wenigen Autoren in der Moderne, der überhaupt nicht auskleidet. Dazwischen den Sätzen ist irgendwie ganz viel Interpretation. Da ist einfach nichts, schwarzes Loch. Das ist genauso wie in der Bibel. Alle diese parataktischen, kurzgefassten Texte in der Bibel sind alle immer die reißende Geschichte an. Ja, also Josefs Geschichte, es wird kurz und da ist irgendwo gar nichts. Ja, machen Sie jetzt damit, was Sie wollen. Nächster Satz kommt wieder eine Präzision und dann ist wieder nichts. Und Kafka hat in gewisser Weise diesen Stil geerbt, ohne jetzt religiöse Texte damit zu fabrizieren. Bei ihm findet man nie eine Wahrheit und immer hat ein ganzes, wenigstens drei Hälften. Ja? Er macht immer Abstecher. Und immer sieht er die Dinge, so wie die Biene vielleicht, aus mehreren Seiten an und geht sie auch so heran. Immer erfindet er neuere Sichten. Tagebucheintrag. Vorwürfe wegen der Fabrik bekommen. Eine Stunde dann auf dem Kanapee über aus dem Fenster springen nachgedacht. Kafka, der unnütze Sohn. Die Familie macht Druck. Franz soll sich nach seiner Arbeit um eine kleine marode Fabrik kümmern. Er weigert sich. Er schreibt Nacht für Nacht und verwirft das Geschriebene. Er fühlt sich schuldig für das, was er ist. Er hat aus Sicht des Patriarchen, der Familie, der Welt nichts vorzuweisen. Aber im Grunde hat Kafka seinen Vater sehr verehrt. Denn er hat immer einen scharfen Blick für die Tüchtigkeit eines Menschen gehabt, für die Lebenstüchtigkeit und Vitalität. Und dadurch hat sich ja der alte Kafka ausgezeichnet, dass er kein Ästhet war, dass er nicht von Literatur keine Ahnung hatte. Es steht auf einem anderen Blatt, als ihm einmal Franz sein Buch brachte, welches seinem Vater, glaube ich, sogar gewidmet ist. Da nahm es der Vater entgegen und sagte, leg's auf den Nachttisch. Und das hat Franz gewissermaßen als eine Geringschätzung angesehen. War aber gar nicht so gemeint, denn er las eben nur, wenn er im Bett lag. Ich glaube, bevor der Vater zum Problem wurde, wurde die Einsamkeit des Kindes zum Hauptproblem. Und die Einsamkeit resultierte daraus, dass die Eltern nie da waren. Die waren immer im Geschäft, auch am Samstag, auch am Sonntagvormittag. Die Eltern waren immer weg und überließen die Erziehung und die Pflege ihrer Kinder dem Personal. Und das Personal wechselte auch ständig. Das heißt, das Kleinkind, und man weiß, was das für Konsequenzen für Kinder hat, hat ständig wechselnde Gesichter vor Augen. Ja? Ich glaube, dass das eigentlich das Kernproblem Kafkas war, dass er als kleines Kind keine Stabilität erlebt hat. Kafka war 6, als die erste seiner 3 Schwestern geboren wurde. Elli, Walli und Ottla. Die jüngste, Ottla, wurde für ihn zu einem der wichtigsten Menschen seines Lebens. Sie kämpfte wie Kafka gegen den Vater. Ihr Treffpunkt war das Badezimmer. Kafka, der große Bruder.
Er erzählte ihr Kinofilme, spielte Theaterszenen nach, brachte sie zum Lachen. Lieber Ottler, heute in der Nacht zwischen dem 31.01. und 1.02. wachte ich etwa um 5 Uhr auf und hörte dich vor der Zimmertür Franz rufen. Zart, aber ich hörte es deutlich. Ich antwortete gleich, aber es rührte sich nichts mehr. Was wolltest du, dein Franz? Nähe und Distanz. Kafka hatte viele Bekanntschaften, aber nur wenige Freunde. Er hatte ein ausgeklügeltes System und er erschien jedem anders. Einer seiner wichtigsten Freunde war Max Brod. Doch selbst Brod war entsetzt, als er nach seinem Tod die Tagebücher Kafkas las. Der traurige Mensch darin war nicht der, den er kannte. Mein Vater schlief nach Tisch auf dem Kanapee. Und Franz, der mich besuchte, musste dieses Zimmer durchschreiten. Da machte wahrscheinlich mein Vater im Halbschlaf eine Bewegung und sagte, Kafka hob den und sagte, betrachten Sie mich als einen Traum. So. Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße. Kafka war oft verliebt, hatte zahlreiche Affären und es war ihm dabei völlig egal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht seine Freundinnen kamen. Bürgerliche Doppelmoral war nicht seins. Kafka war viel freier in Bezug auf das Sozialverhalten eines damaligen bürgerlichen Mannes. Ja? Also ich sehe ihn sogar als einen, darin auch fast als einen Revolutionär in seiner Generation gegenüber den Frauen. Er hatte ein viel freieres Verhältnis zu Frauen als viele seiner Intellektuellen aus bürgerlichen Familien stammenden Altersgenossen. Er brauchte dieses Zittern, diese unruhige Ruhe oder ruhige Unruhe des Verliebtseins, um sich die Stimmung zu holen für sein Schreiben. Ob es möglich ist, ein Mädchen durch Schrift zu binden, fragt der Schriftsteller Kafka seinen Freund Max Brod einmal und versucht es. Felice Bauer, Berlinerin, tüchtig, Prokuristin einer Phonographenfabrik. Kafka versucht das Unmögliche. Er denkt an Heirat, Nachkommenschaft, das Modell des Vaters. Gleichzeitig hält er seine Verlobte angstvoll auf Distanz mit 500 Briefen. Ich kann nicht glauben, dass in irgendeinem Märchen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um dich in mir. Sobald man eine nähere Beziehung zu ihm hatte, hat man gemerkt, dass der auf schwankendem Boden steht. Ja? Der wollte dann dauernd Bestätigung. Die Felice Bauer war ungeheuer genervt davon. Die hat immer wieder gesagt, was ist denn mit dir eigentlich los? Wir sind doch zusammen, es ist doch alles in Ordnung. Es ist doch alles in Ordnung. Ja? Und Kafka hat immer wieder geklagt, wieso ist gestern kein Brief gekommen? Wieso ist letzte Woche einmal kein Brief gekommen? Ist ein Brief verloren gegangen? Also er hat immer gedacht, wenn der Faden reißt, ist alles zu Ende. Und Sie können das auch im Werk feststellen. Im Werk gibt es keine stabilen menschlichen Beziehungen. Es gibt zum Beispiel keine Liebesbeziehungen, die sich entwickeln und dann eben zu festen Beziehungen werden. Ja. Es gibt zwar sexuelle Szenen, aber die lösen sich auch schnell wieder auf und bleiben punktuell. Das ist auch ein Grund dafür, warum viele Probleme mit den Texten Kafkas haben. Die Texte sind ihnen oft zu kalt. 5 Jahre dauert das Verlobungsdesaster. Man kann an einen fernen Menschen denken und einen nahen Menschen fassen. Geschriebene Küsse werden von den Gespenstern auf dem Weg ausgetrunken. Das schreibt er an die spätere Geliebte Milena Jesenska in einem Brief. Prag. Die
Arbeiterunfallversicherung für das Königreich Böhmen. Hier arbeitet Dr. Kafka nach seinem Jurastudium bis 1922. 14 Jahre lang. Einfacher Dienst von 8 bis 2 Uhr, auch samstags. Personalnummer 2001X. Kafka fährt in die Industriegebiete, um Betriebe auf ihr Unfallrisiko einzuschätzen. Er veröffentlicht Aufsätze zur Unfallverhütung. Kafka ist laut Personalakte das, was man einen engagierten Mitarbeiter nennt. Doch bei ihm klingt das anders. Ein Henker ist heute ein ehrsamer, nach der Dienstpragmatik wohlbezahlter Beamtenberuf. Warum sollte also nicht in jedem ehrsamen Beamten ein Henker stecken? Die Fesseln der gequälten Menschen sind aus Kanzleipapier. Der Erste Weltkrieg. Kafkas Eintrag in seinem Tagebuch ist berüchtigt. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags Schwimmschule. 3 Monate nach Kriegsbeginn schreibt er seine finsterste Erzählung in der Strafkolonie. Er beschreibt darin die Prozedur der Folter durch eine programmierbare Maschine bis zum Tod. Wenn der Mann auf dem Bett liegt und dieses ins Zittern gebracht ist, wird die Ecke auf den Körper gesenkt. Sie stellt sich von selbst so ein, dass sie nur knapp mit den Spitzen den Körper berührt. Nun beginnt das Spiel. Die Ecke fängt zu schreiben an. Sie schreibt dem Angeklagten das Urteil auf den Körper. So geschieht Gerechtigkeit. Samstag, 11. August 1917, 4 Uhr morgens. Franz Kafka erwacht. Es ist etwas geschehen. Die Welt und mein Ich zerreißen in unlösbarem Widerstreit meinen Körper. Vor etwa 3 Wochen habe ich in der Nacht einen Blutsturz aus der Lunge gehabt. Es war etwa 4 Uhr früh. Ich wache auf, wundere mich über merkwürdig viel Speichel im Mund, spucke es aus, zünde dann doch an, merkwürdig, es ist ein Batzen Blut. Und nun beginnt's. Herleni, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, aber ein guter Ausdruck ist es für dieses Quellen in der Kehle. Herleni ist ein tschechisches Wort und bedeutet sprudeln wie ein Wasserspeier. Ich dachte, es werde gar nicht aufhören. Wie sollte ich es zustopfen, da ich es nicht geöffnet hatte? Ich stand auf, ging im Zimmer herum, zum Fenster, sah hinaus, ging zurück, immerfort Blut. Schließlich hörte es auf und ich schlief ein, besser als seit langem. Am 20. September 1917 kommt Franz Kafka in Zürau an. Lungentuberkulose lautet die Diagnose. Er weigert sich aber, in ein Sanatorium zu gehen. Er will nicht zu Kranken. Er will aufs Land, in die Natur, zu Ottla, die hier auf einem Bauernhof lebt und arbeitet. Er ist frei. Die Krankheit hat ihm die Entscheidung abgenommen. Tuberkulosekranke heiraten nicht. Außerdem ist er beurlaubt vom ungeliebten Beruf. Kafka ist glücklich im Schutz seiner Krankheit. Thank you.
Erzählungen zu schreiben, hat er ganz kurze Textchen geschrieben. Er hatte immer so ein kleines Schulheft bei sich. Mit dem Schulheft legte er sich auf die Wiese, hat einen Bleistift dabei gehabt und notierte ganz kleine, aphorismenartige Texte. Und das sind Texte, die ja vielleicht die Funktion haben, jetzt so eine Art Lebensbilanz zu ziehen. Er wollte jetzt nicht erzählen. Er hatte keine Lust, Erzählungen zu erfinden oder solche romanhaften Abläufe zu erfinden, sondern er wollte für sich so eine Art Bilanz ziehen, nachdem er erkrankt war. Er hat quasi eine neue Textform erfunden, die es so gar nicht gegeben hat. Man weiß gar nicht, ob das wirklich Aphorismen sind. Zum Beispiel, du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit. Punkt. Ende der Aussage. Was soll das sein? Ist das ein Aphorismus oder ist das eine Denksportaufgabe oder ein Denkbild oder was soll das überhaupt sein? Ne? Oder der berühmte Satz, ein Käfig gegen einen Vogel suchen. Franz Kafka ist an einer Grenze angekommen. Da, wo Sprache und ihre Logik versagen. Keine Denkraster mehr, keine falschen Fragen. Autor, der verzweifelt sucht und steht in einer Welt, in der es eine klare Gottesverhandlung, Gottesvorstellung nicht mehr gibt. Das ist verloren gegangen, aber zugleich sucht er danach. Er sucht nach einer höheren Verbindung, aber ohne Ergebnis. Das ist wirklich die Katastrophe der Moderne, aber auf ganz hohem Niveau und ohne das Religiöse zu verlästern. Ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich sehr beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich. Da ich ihn selbst nicht finden kann. Gib's auf, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Was wir in dieser kurzen Geschichte erleben, ist sozusagen der Zusammenbruch einer gesamten Welt, einer Welt sinnhafter Strukturen, einer Welt existenzieller Orientierung, ja am Ende sogar eine physikalische Welt, in der auch Zeit und Raum ihre Gültigkeit verlieren. Und auch da kann man sagen, die Geschichte beginnt so banal wie nur irgendwie möglich und sie endet mit einem immensen Interpretationsspielraum, den wir gar nicht durchmessen können. Und das macht Kafka aus. In Kafkas Romanen, sei es Amerika, der Prozess, das Schloss, stehen Menschen vor einem undurchdringlichen Rätsel. In Der Prozess wird die Hauptfigur Josef K. eines Morgens verhaftet. Warum? Von wem? Er weiß es nicht. Einmal wird ihm vielsagend ein Gleichnis erzählt. Die Türhüterlegende. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Der Mann wartet sein Leben lang, versucht den Türhüter zu bestechen, vergeblich.
Kurz vor seinem Tod fragte er den Türhüter, warum all die Jahre niemand außer ihm Einlass verlangt habe. Da antwortet der Türhüter dem Sterbenden, dieser Eingang sei nur für ihn bestimmt gewesen, und schließt das Tor. Hatte der Mann eine Wahl gehabt? Was Kafka hier beschreibt, ist ein System, aus dem keiner, egal wie er handelt, ausbrechen kann. Gehen Sie noch hinein. Die Postizieren hinter Ihnen schließen. Niemand sonst darf hereinkommen. Sie hätten schon vor einer Stunde und 5 Minuten hier sein sollen. So etwas darf nicht noch einmal vorkommen. Treten Sie näher, bitte. Sie sind Anstreicher. Mal. Nein. That could be charged against me. But the real question is, who accuses me? Orson Welles, Sie filmen hier den Prozess von Kafka in einer verlassenen Bahnhofshalle von Paris, die Sie selber gefunden haben, wie alle Schauplätze dieses Films. Ist dieser Prozess Ihnen genauso wichtig, wie Citizen Kane es war? Citizen Kane was. Ich weiß es nicht. Im Grunde ist ja kein Film wichtig und ich weiß nicht, was andere Leute dazu sagen. Wichtig für Ihre eigene Entwicklung. Für mich ja. Der Prozess ist sehr gegenwartsnah. Kafkas Vision des Superstaates und der allmächtigen Bürokratie ist uns heute zweifellos näher denn je. Wieso ist das Gericht wirklich konstruiert in einer Parallele, in immer wieder Auflügen zum jüngsten Gericht? Das ist aber sozusagen ein verkommenes jüngstes Gericht. Das ist aber auch kein Menschengericht. Kein menschliches Gericht tagt auf einem Dachboden. Aber der Dachboden weist schon in die Höhe. Der ist immerhin schon im Himmel näher als im Keller. Das heißt, diese ganz merkwürdigen dieses Hin- und Hergespringen zwischen Hoch und Niedrig, und das Höhe ist der Himmel und ist das andere, was der Mensch nicht begreift. Aber das Niedrige ist wirklich das absolut kellerhafte, verruchte, obszöne, gewalttätige Böse. Ja? Und da springt dieser Text sagenhaft hin und her. Es ist ein wunderbares Beispiel für die Machtstruktur. Also es gibt niemand, der dem Josef K. irgendwelche Vorschriften macht. Es gibt diese Verhaftung natürlich gleich am Anfang, aber diese Verhaftung wird ja sofort und explizit wieder aufgelöst. Man sagt ihm, ja, er soll sogar seiner Arbeit nachgehen, aber er soll natürlich auch seinen Prozess betreiben. Aber die ganze Zeit steht er sozusagen im Banne einer unsichtbaren Macht. Und so können wir diesen Text natürlich auch, wenn wir wollen, als eine Machttheorie lesen. Im Prozess ist es so, als ginge man hinter jemandem her, der durch ein Dunkel tappt. Das ist die Enteignung von selbstbestimmtem Leben. Die Handlungsfreiheit im Kleinen verändert nichts. Erst in den letzten Jahren ist mir wirklich deutlich geworden, und zwar anhand von dem NSA-Skandal, ja, wie unglaublich er das Moment der Überwachung und des Verlusts von Intimität im Prozessroman betont hat als Machtmittel. Die Instanzen, um die es da geht, die Gerichtsinstanzen, die man ja dann sozusagen nicht
niemals fassen kann, die aber sehr wirkungsvoll agieren, die tun ja dem Angeklagten gar nichts. Sie fassen ihn ja gar nicht an. Aber sie überwachen ihn Tag und Nacht. Er ist ständig unter Beobachtung. Es ist wie ein riesiges Auge, das auf den Angeklagten niederblickt. Ja, es gibt keine Privatsphäre mehr. Die dringen ja auch in die Wohnung ein, zum Beispiel. Ja. Mir ist klar geworden, dass das unendlich wichtig ist für die Rezeption Kafkas im 21. Jahrhundert. Ja. Dass man verstehen muss, dass Macht und Beobachtung was miteinander zu tun hat. Sommer 1923. Kafka verlässt Prag. Er hat an der Ostsee eine Frau kennengelernt. Die 20-jährige Dora Diamant und Franz Kafka gehen zusammen nach Berlin. Er lebt zum ersten Mal mit einer Frau ganz nah. Er schreibt, er ist glücklich. Doch es sind gezählte Tage. Die Tuberkulose greift auf den Kehlkopf über. Er reist zur Behandlung nach Österreich, aber die Ärzte können nichts mehr tun. Kafka stirbt kurz vor seinem 41. Geburtstag. Unter seinen Manuskripten findet Max Brod zwei Zettel mit der Bitte an ihn, alles Geschriebene zu vernichten. Man fragt mich immer, warum haben Sie diesen Auftrag nicht erfüllt? Erstens, weil er nicht formell war. Zweitens, weil wir manchmal über diese Möglichkeit gesprochen haben und ich ihm immer gesagt habe, falls du glaubst, ich werde nach deinem Tode deine Sachen vernichten, wie du manchmal, er hat ja so auch gesprochen, so irrst du dich. Und drittens hat er selbst noch im letzten Lebensjahr diese vier Novellen, der Hungerkünstler, bei der Schmiede in Druck gegeben und sogar auf seinem Sterbebett noch die ersten Bogen korrigiert. Max Brod hat die Manuskripte vor Kafkas Skrupel und 1939 vor den Nazis gerettet. Heute sagt man selbst in Japan Kafkaesco, wenn man etwas als rätselhaft, unheimlich empfindet. Ich denke mir, manchmal stelle ich mir vor, Kafka würde jetzt auf die Welt kommen und noch einmal und würde unter uns wandeln. Er wäre äußerst erstaunt über die Wellen, die sein kurzes irdisches Wirken geschlagen hat. Und er würde gar nicht glauben, dass sich das auf ihn bezieht. Ein Buch, schreibt Kafka, muss uns aufwecken, wie ein Faustschlag auf den Schädel. Wir brauchen keine Bücher, die uns glücklich machen, sondern Bücher, die auf uns wirken, wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt. Wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns. Wie wenn wir in Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg. Wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.